注意。このゲームには、暴力シーンや、グロテスクな表現が、ちょっとだけ含まれています。ご注意ください。Hallo und herzlich willkommen hier zu der vierten Folge von Mogekyo Castle. Das letzte Mal sind wir ja aus dem Haus mit den Kisten, also aus dem Raum mit den Kisten entkommen und sind durch einen leicht verstörenden Raum gewandert, dann durch einen roten Raum, wo ein Typ mit einem Brot, das mit Cyan Kali versetzt wurde, umgebracht wurde, und wir haben Somewhat Strange Mogekyo getroffen, der uns erklärt hat, dass man hier nur wegkommt oder am besten wegkommt, wenn man auf den Topfloor ist, also am Obergeschoss, und dort befindet sich eine Tür, mit der wir in die Dimension gehen können, die wir uns wünschen. Leider wurden wir zwischendurch wieder verfolgt von dieser Horde notgeiler Mogekos, und nun sind wir hier im Larvenraum. Friedlich. Sind die nicht süß? Diese kleinen Mogekko-Larven. Hallo? Oh mein Gott, ihr seid so flauschig. So flauschig. Da unten eine Tür? Nein, keine Tür. Mama! Mama! Oh. Oh, warte, da war Prosciutto. I got Prosciutto. Get out of my way, you fucks! Mother hates you. So, erstmal hier lang. Hey, hey, look at me, look, look. Ignoriere mich nicht. Wo könnte ich es fallen gelassen haben? Das ist die Statue aus dem Raum von Somewhat Strange Mogekyo. Wer sich dann erinnert. Yunaka spielt Yunaka spürt die Gefahr aus dieser Tür. Warte, ich will mal kurz in die andere Richtung gehen. Ich will nichts verpassen. Oh, fuck. Ah, schönen Tag. Schönen Tag. Diesen Lauterhaufen, nicht wahr? Kein Anstand. Ich sage, das ist, warum ich die so hasse. Warum müssen wir auf dem gleichen Stockwerk sein? Ich schwöre. Oh, Entschuldigung. Meine fehlende Vorstellung. Ich bin die Prosciutto Fairy. Another weird one. Ich habe von dir gehört. Warum bist du das Gesprächsthema Nummer 1 im Schloss? Huh? Aber ich bin doch gerade erst hier angekommen. Oh. Don't you know, that's just the kind of place Mogekyo Castle is. Ich will sterben. Naja. Sicherlich, du wirst irgendwann zum Verständnis über dieses Schloss kommen, nicht wahr? Aber ich glaube, es ist
about it. Though quite unlikely that you'd wander into such a place. Obwohl, ein bisschen unglücklich, dass du in so einen Ort hineingeraten bist. What a pickle. Ich glaube, ich wünschte, ich könnte helfen. Ja. Ah, ich weiß, ich gebe dir das. Oh, ein Schlüssel. Ein Schlüssel? Es sollte sich als nützlich erweisen. Nun, wander hinfort, Liebes. Du solltest dich beeilen. Will die Prosciuttos! Fucking... Okay, erstmal saven. Saving my data, bruh. So, jetzt können wir die suspicious Tür öffnen. Das war die hier, war? Will you enter? Ah. Unzählige Mogeku-Larven stürzen sich auf Yonoka. Geckos sind geboren aus Eiern. Wo Geckos schlüpfen. Sie schlüpfen aus Eiern. Die Eier. Hey, hast du es gesehen? Ah ja, hab ich, Bro. Ich habe mich gewundert, warum da so viele Mogekos waren. Echt witzig. Echt. Echt gruselig, Dude. Bad End to Insects. Bad End Number One haben wir nicht. Continue. It feels like it's watching. Got a prosciutto. Hallo. It's frozen yogurt ist lecker. Ich meine das so. Froyo! Froyo Crew, man! Ich weiß nicht, warum es so wenig Leute gibt, die den Geschmack eines guten Froyos nicht zu würdigen wissen. Also meine Schwester mag kein Froyo. Meine Mutter mag kein Froyo. Ey, und LeFan zum Beispiel hat bis vor kurzem noch nie einmal Froyo gekostet. Ich habe ihn kosten lassen. Ey, ich meine... Warum mögen die Leute kein Froyo? Ich finde das Zeug einfach nur geil. Ich esse es zwar nicht so oft, aber ich bin mir sicher, auch wenn es fettarm ist, ich würde extrem viel zulegen, weil ich das Zeug einfach nur in mich reinstopfen würde. Aber... Ich meine... Hey... Der Typ... This Mogekko is my bro. This Mogekko is my bro. Und ich glaube, das hier... ist die Treppe, die uns hier rausführen wird. Proceed to the next floor. Yes. Sie ist gegangen, Moge. Moge, ja. Mit unseren... Wenn es so weitergeht, wird alles wie...
geplant laufen. Nee, wird alles laufen wie von Mogge geplant. Bruder, wohin bist du gegangen? Du bist weg gewesen für Tage. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Wenn du in irgendwas hineingeraten bist. Was kann ich tun? Bruder. Das ist gut. Großer Blutfleck auf dem Boden. Anna. Mein Freund ist wegen Heuschnupfen gestorben. Und er lächelt. Er lächelt. Ein anderes Game von Mogge und Deep Sea Prisoner. A broadcast of the enemy ice cream. Ja, was haben die hier? Okay. Ich hätte nicht fragen müssen. No. No more. Mogetan's gonna die. Good faked illness, oder? Gut gespielte Krankheit. Du stellst dich nur krank, um nicht arbeiten zu müssen, oder? Rest in peace. RIP! Er scheint mit einem perversen Gesicht zu fantasieren. Okay, wir wollen nicht in deine Träume. Miau! Okay, er schnarcht. Und kann kein Schnarchgeräusch machen. Das Geheimnis von Jugend ist Sojamilch. Being early to bed and early to rise and soyum. Being early to bend and early to rise. Okay, mein English Brain schaltet sich da aus. Ich werde morgen sterben, den Sonnenaufgang beobachten und Prosciutto essen. Der hat wahrscheinlich einen Albtraum. Sleep with me? Whatever. Yonaka spent a sweet night with Mogeko. Good porn. Das Bild da oben ist eine Referenz zum voraussichtlich nächsten Game, das 2012 angekündigt wurde und immer noch nicht fertig ist. Und wahrscheinlich wird es nie fertig werden. Was ich so richtig bitter finde. Einfach, was ist die Welt? Was ist der Kosmos? Scheint tot zu sein.
und so sein Kram. Ich wollte ihn nicht töten. Er hat sich über mich lustig gemacht. Ich find's geil, wie locker die hier mit dem Tod umgehen. Schönes. Warum sind die ganzen Bücherregale voll mit unanständigen Büchern? Hä? Was ist mit dem hier? Yonaka nahm raus ein dickes und schweres Buch. Hä? Defect Hunting. Lass uns einen Blick riskieren. Wir Mugikos sind eine einzige Einheit. Alle Mugikos sind sind eins vom Anfang bis zum Ende. Aber in den letzten Jahren sind Defekte aus unbekannter Herkunft beobachtet worden. Sie denken anders als von uns Mugikos und machen sich selbst zu unseren Gegnern, Feinden. Defekte sind zwar keine Bedrohung für das Mugiko-Königreich, sind eine Gefährdung für das Königreich. Wenn einer gefunden ist, muss er sofort entsorgt werden. Überdies haben Defekte unglaubliche Kräfte. Was liest du da? Hä? Du kannst nicht rennen. Nein, du kannst nicht rennen. Nicht mehr, Mogge. Ich kann es nicht mehr ertragen, Mogge. Spielzeit ist zu Ende. Also gut. Alles gut, ihr Bastarde. Fangt sie. Hä? Was? Ich wollte doch in den anderen Raum. Was? Was machst du? Was macht ihr? Halte still, während wir... Wohin bringen wir sie? Lasst sie in einer Zelle oder so. Aber er ist schon da drin. Wir haben doch viele von leeren Zellen, oder? Besides... Außerdem, dieser Typ ist angekettet. As you... Ach, hast... wie du wünschst. Also dann... Wir werden Yonaka wegtun und... Und dann werden wir ein Meeting abhalten, wo wir entscheiden, wie wir mit dir spielen werden. Okay. Ich wollte noch in den Raum reingucken. Au. Was? Hey, wo ist das? Lass mich raus! Was zum Teufel? Hallo! Mann, du bist laut. Weißt du, wie spät es ist? Hä? Du hast meinen Schlaf... Bist du es, der meinen Schlaf... stört? Wer bist du? Hä? Wer bist du? Ich bin Yonaka Akurai. Hm? Und was machst du hier? Die Mugikos haben mich gefangen. Hm.
Bist du nicht ein Mogeko auch? Bist du nicht auch ein Mogeko? Richtig, aber falsch. Hä? Ich bin ein Defekter. Ein bisschen anders von den anderen. Also, wie das Buch es beschrieben hat. Du schaust aus wie ein Mensch, ne? Wie bist du hierher gekommen? Ich habe mich einfach hier gefunden. So ein Zufall. Was ist mit ihm? Warte, einen Moment. Die haben gesagt, sie werden mich in eine andere Zelle tun. Also warum haben sie mich mit dir in Mr. Defekt Mogeko? Warum haben sie mich dann mit dir in eine Zelle getan, Mr. Defekt Mogeko? Also so nennst du mich? Ah, okay, ich glaube, das funktioniert. Naja, es ist so. Sie sind Idioten. Sie haben es versaut. Sie haben es versaut? Ja, scheint so, als seien sie Mogekos. Als würde ich wissen, was das bedeutet. Missy. Tu dir selbst einen Gefallen und verschwinde so schnell wie möglich aus diesem Schloss. Wenn ich könnte, wäre ich schon längst weg. Der Summer Strange Mogeko auf dem ersten Stock hat mir erzählt, ich sollte zum höchsten Stockwerk. Naja, da ist er nicht falsch. Wenn du zum obersten Stock willst. Wenn du zum obersten Stock kommst, ja, wirst du in deine eigene Welt zurückkommen. Ha? Also, es ist wahr? Was? Du hast ihm nicht geglaubt? Du hast nicht geglaubt, was Summer Strange Mogeko gesagt hat? Ich dachte, er hätte mich reingelegt. Naja, kann man den nicht verübeln. Naja, der Rest von ihnen sind halt immer noch Mogekos, nicht wahr? Ja. Naja, viel Glück. So, wie du sehen kannst, bin ich hier. Festgesetzt. Ich warte auf meine Exekution morgen. Exekution? Du hast mich gehört. Was? Was hast du erwartet? Ich bin ein Defekter. Solltest du nicht weglaufen? Ich habe genug Widerstand geleistet. Zudem, ich kann das hier nicht abkriegen. Ein Ball und eine Kette. Wenn nur dieser Schlüssel damit funktionieren würde, nicht wahr? Hey, du. Was ist das? Woher hast du diesen Schlüssel? Im vorherigen Stockwerk. Ich habe es von der Pursuit Fairy. Ich sehe. Hä? Kann ich mir das ausleihen? Hier, hast du es zurück. Du hast es auch gekriegt? Danke, Missy. Ich bin frei. Dank dir. Und nun bin ich langweilig. Also, werde ich dir helfen. Aha. Du weißt schon, mit deiner Flucht.
Wir sind nicht mal alleine, Bros. Yeah, my home dogs. Und an dieser Stelle mache ich wieder einen Cut für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann kommentiert, favorisiert, abonniert, bla bla bla, kippt einen Daumen nach oben, whatever. Was auch sonst die ganze YouTube-Community immer am Ende ihrer Kacke-Videos sagt. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mogeko Castle.